Ja, vielen Dank. Zwar vielen Dank an das Auditorium, dass Sie zur späten Stunde noch anwesend sind. Ich hoffe, das liegt auch an dem Thema und nicht nur an dem Empfang, der noch aussteht. Mir ist eben aufgefallen, dass ich ein Wort in dem Titel vergessen habe. Das ist nämlich das Radar, aber das wurde ja gerade schon genannt. Es geht hier also um Ergebnisse, Zwischenergebnisse eigentlich eines Projekts mit dem Kurztitel Radarklimatologie. An dieser Stelle möchte ich dann auch mal auf meine Co-Autoren verweisen. Das sind neben meinen Kollegen in erster Linie meine Projektangestellten, die natürlich einen Großteil dieser Arbeit dort durchgeführt haben. Der Johannes Franke hat ja gerade so schön von Sichtbarkeit, oder Sichtbarmachung von Änderungen, von Extremereignissen gesprochen. Bei uns geht es in erster Linie um die Sichtbarkeit der Extremereignisse an sich. Und ein schönes Beispiel ist hier das Extremereignis vom 28. Juli in Münster. Hier oben ist der Luma-Lars, der durch die Presse gegangen ist. Vielleicht hat das der ein oder andere von Ihnen in der Zeitung gesehen. Hier sieht man das Ergebnis von dem Regni-Verfahren des Deutschen Wetterdienstes, Interpolation der Bodenstationen im Bereich Münster. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz genau zu sehen. Hier ist Stadtgebiet von Münster eingezeichnet. Und das ist das, was das Radar gesehen hat. Also das ist ein Beispiel dafür, wie also ein Starkregenereignis mit dem Bodenmessnetz einfach nicht erfasst wird. Mit dem Radar kann man diese Intensität viel besser erkennen. Man kann aber auch das Ereignis an sich in der Ausdehnung darstellen und messen. Das ist jetzt das sogenannte Radulam-Verfahren, komme ich gleich noch drauf, das Online-Verfahren. Wir arbeiten ja jetzt klimatologisch, also bereiten die Radardaten auf ab 2001 und haben dann auch zusätzliche Bodendaten zur Verfügung. In diesem Fall war es zum Beispiel eine Station der Lahnhof, die dann sehr extreme Werte, ich habe es gar nicht im Kopf, glaube an die 300 mm waren das pro Tag gemessen hat. Und unter Verwendung dieser Daten kann man natürlich nochmal eine bessere Analyse erreichen. Was ist der Grund für dieses Projekt? Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Hilfsorganisationen verzeichnen steigende Einsatzzahlen. Und es ist eine Frage, ob das eine potenzielle Zunahme an Extremniederschlägen auch bedeutet. Es kann natürlich auch einfach andere Ursachen haben. Klimamodelle projizieren einen Wandel der Niederschlagscharakteristik hin zu stärkeren Niederschlagsereignissen. Wir suchen nach einer Methode, um das jetzt in den Daten nachvollziehen zu können. Und Bodendaten, die ich gerade gezeigt habe, sind da nur bedingt geeignet. Radardaten aufgrund der Kürze der Zeitreihe natürlich auch. Aber man muss ja irgendwann anfangen. Die Erfassung und Analyse lokal begrenzter Starkregenereignisse mit dem klassischen Bodenmessnetz ist schwierig, wie ich schon sagte, und die Radardaten ermöglichen diese Erfassung. Und im Rahmen dieses Radarklimaprojekts werden wir die Niederschlagsdaten oder haben wir die Niederschlagsdaten radarbasiert ab 2001 ausgewertet und eine quantitative, hochaufgelöste, flächenhafte Niederschlagsanalyse für Deutschland erstellt, die wir auch noch weiter verbessern und weiterführen werden. Im Rahmen des Klimawandels projizierten Häufungen von Niederschlagsereignissen, von extremen Niederschlagsereignissen erfordern auch Anpassungsmaßnahmen. Und ein Teil des Projekts ist auch, mit Nutzern direkt zusammenzuarbeiten und weiterführende Anpassungsmaßnahmen anzuregen, was natürlich insbesondere in urbanen Räumen sehr wichtig ist, wo man sehr hohe Auflösungen, räumliche, zeitliche Auflösungen der Niederschlagsdaten benötigt. Ich möchte also das Projekt am Anfang vorstellen und möchte Ihnen dann einige Beispiele zeigen für Ergebnisse, die wir bereits produzieren und am Ende des Projekts dann auch produzieren wollen. Statistische Auswertung, abgeleitete Produkte und möchte dann auch noch was zur ereignisbasierten Auswertung am Schluss sagen, was so ein bisschen mehr schon so einen Ausblick dann auch gibt. Kurz zum Radulan-Verfahren, generell zu den Radarmessungen, hatte Paul Becker heute Morgen ja schon in Erläuterungen gegeben. Wir haben zum einen das Online-Verfahren, wir haben 17 C-Bahn-Doppler-Radarstandorte in Deutschland und wir haben Niederschlagstationen vom DWD-Messnetz und von dem Messnetz der Partnerländer, die im Echtzeitverfahren eingehen und wir quantifizieren die radarbasierten Niederschlagsdaten mit diesen Bodenstationsdaten
Das waren Stand November 2015 gut 1200 Stationen, die uns da automatisch zur Verfügung stehen. Das ist ein Verfahren, was in Zusammenarbeit mit der LAVA entwickelt wurde, ist operationell seit Juni 2005. Es geht dort also um die Kombination aus den punktuell an den Niederschlagsstationen gemessenen stündlichen Werten, den quantitativen Niederschlagswerten mit den flächendeckenden Niederschlagserfassungen des Radarverbunds, die natürlich qualitativ sind. Also wir messen ja Reflektivitäten. Im Echtzeitbetrieb läuft dieses wird zur Verfügung gestellt für die Hochwasserzentralen im Bereich der Hochwasservorsorge und des Hochwasserschutzes. Im Rahmen des Radarklimaprojekts, das ist der Kurztitel, das ist ein Projekt der strategischen Behördenallianz Anpassung an den Klimawandel, besteht aus 5 Partnern, dem Deutschen Wetterdienst, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz Katastrophenhilfe, dem Technischen Hilfswerk, dem Umweltbundesamt und dem Bundesinstitut für wie heißt das genau? Bau-, Stadt- und Raumforschung, ein langer Name. Dieses Projekt ist in 2014 gestartet und Projektende wird Ende August sein. Im Rahmen dieses Projekts bereiten wir diese Radardaten auf. Zum einen führen wir diese komplette Reanalyse durch. Ich will auf einige Punkte genauer eingehen, zum Beispiel auf die Verwendung zusätzlicher Daten, auf die Entwicklung von Korrekturverfahren. Dann führen wir extremwertstatistische Auswertungen durch und haben ein Nutzerberatungsmodul, haben eine projektbegleitende Kommunikation mit den Nutzern, haben Nutzerworkshops veranstaltet, um Anforderungen aufzunehmen, entwickeln Kundenprodukte, das passiert GIS-basiert und führen auch Fallstudien durch. Zuerst möchte ich auf die zusätzlichen Datenquellen eingehen. Und zwar sieht man hier auf der rechten Seite die Verfügbarkeit der sogenannten Aneichstationen für 2001 bis 2014. Und das Blaue sind die Online-Stationen, also die Stationen aus dem automatischen Messnetz, also diese 1200 hier am Ende. Und das Grüne sind alle Stationen, also auch die Tageswertstationen, die in dieses Online-Verfahren nicht eingehen, die aber im Rahmen der Klimatologie zur Verfügung stehen. Also eine sehr große Datenmenge und man sieht auch, dass man am Anfang mit den Online-Daten hier nur 150 Stationen des automatischen Messnetzes zur Verfügung hatte. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Datenqualität des Echtzeitverfahrens. Die Tagesdaten werden mit einem Disaggregierungsverfahren eingebracht und zwar ist hier dargestellt, wir haben einen Stunden-Niederschlagsmesswert von der Station und einen des Radars aufsummiert alle 5 Minuten. Wir messen ja alle 5 Minuten zur Stundensumme. Und diesen Faktor, den wir daraus bestimmen können, den prägen wir auf die 5-Minuten-Daten auf und ermitteln somit durch synthetische Bodenstationsreihen mit stündlicher Auflösung, die dann in die Aneichung reingehen. Das ist jetzt mal ein Beispiel vom 13.08.2002 in Südbayern. Auf den ersten Blick, also 2002, hatten wir noch sehr wenige Stationen im Online-Verfahren. Man sieht hier sehr starke Interpolationsartefakte. Man sieht hier auch eine sehr hohe Dichte der Daten, die wir in der Reanalyse zur Verfügung haben. Hier mal ein Zoom und hier gerade im Voralpenbereich sieht man halt eine sehr deutliche Erhöhung. Das Radar guckt halt in diesem Bereich auch sehr hoch, hat dort Probleme natürlich mit der Niederschlagserfassung und hier bringen die zusätzlichen Daten einen sehr großen Effekt. Wir entwickeln zusätzliche Korrekturverfahren für das System, zum Beispiel eine Speichenkorrektur. Hier ist mal das lokale Radarprodukt von Hamburg gezeigt, über 14 Jahre aufsummiert und man sieht ganz deutlich, dass man hier Effekte hat. Die Radarsysteme wurden früher in die Großstädte gestellt und dort haben wir natürlich viele hohe Gebäude, die zu Abschattungen führen. Und bei einer statistischen Auswertung haben wir natürlich diese Störungen in dem Produkt. Wir haben da ein Verfahren, das der Stefan Jacobi entwickelt hat, angewendet. Das heißt, hier sieht man über den Azimut aufsummiert die Niederschlagsmenge und man sieht halt sehr deutlich diese Speichen, die hier auch rauskommen. Also hier diesen breiten Bereich, das ist dieser Bereich. Und wir machen so eine
also eine Envelope-Funktion im Prinzip über diese Daten, und das Ergebnis sieht dann so aus. Das heißt, über den klimatologischen Mehrjahreszeitraum können wir diese Speichen gut eliminieren. Ein zweiter Punkt ist die Entfernungskorrektur. Ich sagte gerade schon, dass wir in der Entfernung mit dem Radar nicht so starke Intensitäten messen. Das sieht man hier bei der 14-Jahres-Summe sehr deutlich, dass die Intensität abnimmt. Also dieses hier sind Klatterpixel, das sind Fehlechos, die bei Radarmessungen leider vorkommen. Aber hier in der Entfernung, gerade hier im Bereich des Erzgebirges, schauen wir relativ hoch. Ich glaube, ich habe die Elevationen hier auch dabei. Das sind die Elevationswinkel. Beim Precipitation Scan messen wir in verschiedenen Elevationen immer Orographie folgend. Das heißt, wir haben bestimmte Azimutwinkel, an denen wir das Radar hochfahren und in einem anderen Winkel messen. Das heißt, im Süden, hier wo das Erzgebirge ist, messen wir mit einem höheren Winkel und haben dann halt in der Entfernung auch schon recht hohe Messhöhen erreicht. Auch dort gibt es ein Verfahren, das hat der Andreas Wagner auch mitentwickelt. Und zwar ist hier aufgetragen, über die Höhe des Strahls, mehr oder weniger auch die Entfernung vom Radarsystem, die Niederschlagssumme für die ganzen Pixel, die hier in diesem Bereich sind. Und man will natürlich über 14 Jahre eine homogene Verteilung erwarten. Und man kann hier eine Korrekturfunktion anlegen und bekommt dann ein deutlich homogeneres Bild. Und man sieht hier zum Beispiel auch im Bereich des Erz- und Riesengebirges die etwas höheren Werte, die man ja eigentlich klimatologisch auch erwarten würde, die hier nicht zu sehen sind. Hier nochmal zusammengefasst, eine kleine Enttäuschung. Diese Korrekturen sind jetzt noch nicht in den Ergebnissen drin, die ich Ihnen zeigen werde. Das ist noch in der Entwicklung und ist dann für die nächste Reanalyse-Version geplant. Soviel zu den Korrekturverfahren, den Verfahren in dem Projekt. Jetzt möchte ich Ihnen einfach mal ein paar Bilder zeigen, ein paar statistische Auswertungen. Mittlerer saisonaler Niederschlag in Sachsen, hier mal aufgeteilt in Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Man sieht natürlich die deutlich höheren Niederschläge hier im Sommer. Man sieht auch ein Shift von den Schwerpunkten hier im Winter im westlichen Bereich. Was man auch sieht, sind natürlich noch die Speicheneffekte, die wir in der nächsten Version dann hoffentlich eliminieren können. Das Ganze auch mal höher aufgelöst, jährliche Niederschläge, das sind jetzt Zwischenergebnisse, Produkte, die von den Kunden gewünscht sind und am Ende des Projekts dann bereitgestellt werden sollen. Also man sieht hier zum Beispiel das sehr trockene Jahr 2003 und deutlich feuchtere Jahre 2007, 2013. Ich komme jetzt zur extremwertstatistischen Auswertung. Da ist ja auch schon einiges zu gesagt worden. Wir haben die Richtlinie DWAA 531 auch zugrunde gelegt, der Herr Franke ja auch relativ klein auf seiner Folie da mal erwähnt hatte. Ist vergleichbar mit der Methode zu COSTRA, ist vielleicht ein Begriff. COSTRA ist die extremwertstatistische Auswertung auf Basis der Stationsdaten. Wir müssen natürlich aufgrund der Datenmenge eine Automatisierung durchführen. Haben hier für verschiedene Wiederkehrzeiten und Dauerstufen basierend auf den 30 ranghöchsten unabhängigen Niederschlagssummen diese Analyse durchgeführt und auch eine automatisierte Ausreißerbehandlung durchgeführt. Hier in den Beispielen ist jetzt ein Ausreißer gewählt. Kann man sicher noch darüber diskutieren, ob da vielleicht eine andere Methode besser wäre oder mehrere Ausreißer genommen werden müssten. Genau, und wir haben einmal ein Kilometerpixel, das ist jetzt ein Ergebnis. Sowas in der Art hatte der Paul Becker auch schon heute Morgen gezeigt, für eine Dauerstufe von einem Jahr und Wiederkehrzeit von Dauerstufe von einer Stunde und ist ja ein bisschen lang und Wiederkehrzeit von einem Jahr. Sieht man hier die Ergebnisse basierend auf dem Bodenmessnetz von 51 bis 2000 und hier die auf der Basis der Radarklimatologie. Natürlich noch ein sehr kurzer Zeitraum, aber man sieht eine deutlich höhere Auflösung, höhere Struktur, aber eine ähnliche Verteilung. Wir haben hier in dem Bereich ein bisschen mehr Niederschlag. Das war, glaube ich, auch im vorangehenden Vortrag in den Trends zu sehen, dass hier in dem Fall mehr Niederschlag gefallen war, was man auch in den Bodenstationen sieht.
Hier gleiche Dauerstufe mal für 20 Jahre, also extremere Ereignisse. Und hier sieht man ein deutlich heterogeneres Bild, was auf die Erfassung der Extremereignisse mit den Radardaten zurückzuführen ist. In der statistischen Analyse natürlich bei einem sehr kurzen Zeitraum auch sehr stark durch diese Einzelereignisse bestimmt ist. Also ich bekomme oft die Frage, ob wir jetzt KOSTRA ablösen wollen. Wollen wir natürlich nicht. Das ist noch in einem Forschungsstatus. Also wir haben jetzt 15 Jahre und wollen die Reanalyse den Radardaten natürlich verlängern, um dann statistisch signifikante Aussagen treffen zu können. Also wir haben eine ähnliche großräumige Verteilung der Hotspots für kleine Wiederkehrzeiten. Für größere Wiederkehrzeiten sieht das ein bisschen anders aus. Und wir haben eine deutlich heterogenere räumliche Verteilung, das, was wir uns natürlich auch erwünschen auf Basis der Daten. Die radarbasierte Extremwertstatistik liefert viel mehr Details, aber wir haben natürlich noch eine sehr kurze Zeitreihe und darum eine Bestimmung durch die Einzelereignisse. Aber perspektivisch liefern die Radardaten eine wertvolle Grundlage, um diese Auswertung zu machen. Und eine Idee ist natürlich auch, Radardaten mit den Bodendaten zu vergleichen. Ich komme jetzt zu den abgeleiteten Produkten im Rahmen des Nutzerberatungsmoduls. Einmal Kundenprodukte, rasterbasierte, aber auch Fallstudien, die wir durchführen. Wir haben verschiedene Nutzer aus vielen verschiedenen Themengebieten, die vor verschiedenen Anwendungsgebieten arbeiten, im Rahmen des Bevölkerungsschutzes, natürlich auch durch die Geldgeber der strategischen Behördenallianz dann definiert. Im Bereich der Feuerwehren, strategische Einsatzplanung, Risikokartierung in der Stadt- und Raumplanung, Versicherungen sind interessiert, die Landwirtschaft über das Erosionsmonitoring und natürlich unsere generellen Schlüsselkunden in der Hydrometeorologie, die Wasserwirtschaft. Ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel zeigen aus dem Bevölkerungsschutz. Das ist ein Starkregenereignis von 2014 aus Hamburg. Man sieht hier die Einsätze im Stichwort Wasser, bereitgestellt von der Hamburger Feuerwehr. Und hier dargestellt die Niederschlagssumme von 16.50 Uhr bis 20.50 Uhr. Diese Daten kann man dann korrelieren. Man kann das natürlich noch weiterführen, dann über mehrere Fallstudien, vielleicht über Kopplung mit hydrologischen Modellen. Das ist nur mal ein Beispiel, in welche Richtung das bei uns dann gehen soll und gehen wird. Zum Thema Landwirtschaft, Erosionsmonitoring haben wir den R-Faktor, also die Regenerosivität aus der allgemeinen Bodenabtragsgleichung, bestimmt auf Basis der Daten. Klassisch auf Basis der Bodenmessdaten werden dort Jahresniederschlagssummen genommen, wie zum Beispiel bei der Karte des BGR, die ich hier mal gezeigt habe. Mit den Radardaten hat man natürlich viel größere Möglichkeiten. Man hat rasterbasierte, hochaufgelöste Daten und man kann als Basis die wirkliche Ereignis-Erosivität verwenden. Auf Basis der Stundensummen, des sogenannten RW-Produkts, das ist die angeeichte Stundensumme, in Zukunft auch auf Basis der 5-Minuten-Daten, an denen wir noch arbeiten. Wir haben das mal gemacht, also einfach die DIN zugrunde gelegt. Und hier noch ein Hinweis: an diesen R-Faktoren arbeiten auch verschiedene Personen. Die Franziska Fischer macht ihre Promotion über die R-Faktoren in Bayern. Die Frau Kunert promoviert, ich glaube in Freiberg ist es, ne? Ja. Arbeitet auch mit dem DWD zusammen, macht das für Sachsen. Und die Frau Peusner ist an der Uni Hannover und macht das im Rahmen des Klimprax-Projekts für Hessen. Ich möchte jetzt mal Beispiele zeigen auf Basis der Stundensumme. Und hier ist jetzt noch keine Ausreißerkontrolle drin. Auf der linken Seite nochmal die Referenz. Und das hier ist jetzt die Erosivität des Niederschlags, also der R-Faktor von 2001 bis 2015, der Mittelwert. Und man sieht, dass die groben Strukturen hier erhalten sind. Wir haben nicht ganz so ausgeprägte Maxima in den Mittelgebirgen, ein bisschen detailliertere Informationen hier auch im Schwarzwald, weil wir einzelne Erosivitäten berechnen und hier auch eine orografisch abhängige Interpolation eingeht. Auf der rechten Seite mal ein Jahr rausgegriffen, ich glaube es ist 2014, ich kann es gar nicht genau lesen. Und hier sieht man halt, dass der R-Faktor für ein Jahr
sehr heterogen ist. Also wir haben eine sehr hoch aufgelöste Information auf Basis der Radardaten, die wir bereitstellen können. Nochmal reingezoomt hier auf Sachsen, der mittlere R-Faktor. Hier sieht man leider die Speiche noch, wie gesagt. Man hat halt eine sehr hoch aufgelöste Information über den R-Faktor. Wie gesagt, noch keine Ausreißer drin bei diesem Mittelwert. Müsste man da nochmal auch die Einzelereignisse nach ihrer Wiederkehrzeit einordnen. Unterschied zwischen Winter und Sommer, also im Sommer deutlich höhere R-Faktoren, im Winter sehr geringe Werte. Ich möchte jetzt ein bisschen abschweifen zur Hagelklimatologie. Grund ist, dass gerade das Paper von dem Thomas Junghähnel dazu veröffentlicht wurde bei der Meteorologischen Zeitschrift. Aufgrund der Zeit möchte ich da vielleicht gar nicht so genau drauf eingehen, was wir gemacht haben. Wir haben die Radardaten kombiniert mit verschiedenen Beobachtungsdaten, und zwar von dem European Severe Weather Database, von der Vereinigten Hagelversicherungsdaten und von den nebenamtlichen und hauptamtlichen DWD-Stationen. Man sieht hier den Jahresgang mit dem Maximum im Sommer, also insbesondere im Mai bei den Beobachtungen vom DWD. Bei der Vereinigten Hagel ist das Maximum etwas später im Jahr. Vermutlich hängt das auch mit der Fruchtfolge zusammen, also mit den Schäden, die dann auftreten. Das ist das Ergebnis. Diese Bilder sind jetzt auch im Paper zu sehen. Wir haben hier die die Meldungsdaten aufgetragen und hier die Kombination mit den Radardaten. Nochmal ein Zoom auf Sachsen. Ich gehe da vielleicht jetzt gar nicht so genau drauf ein. Hier ist noch die Basis, sind noch die Echtzeitdaten. Da ist aber auch geplant, das vorzuführen und auch die Reanalysedaten zu verwenden. Aber da möchte ich jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit einfach mal auf das Paper verweisen und dann am Ende nochmal auf ereignisbasierte Auswertungen eingehen. Der große Vorteil der Radardaten liegt ja darin, dass wir nicht punktuell Niederschlag erfassen, sondern dass wir wirklich Ereignisse in ihrer Ausdehnung, Intensität, Zugrichtung, Andauer verfolgen, analysieren können. Hier ist mal ein Beispiel, das ist das Ereignis von Wiesbaden, wo der Rambach über die Ufer getreten ist und das Kurhaus unter Wasser gesetzt hat in 2014. Hier ist die Niederschlagssumme zu einem ausgewählten Zeitraum dargestellt. Hier sieht man die Wiederkehrzeiten und man sieht, dass die Wiederkehrzeiten über das ganze Ereignis halt sehr schwanken. Die Maxima betragen 50 bis 100 Jahre, aber in den äußeren Bereichen hier sind es halt wenige Jahre. Es gibt da so Ansätze, zum Beispiel gibt es ein Paper von dem Professor Schmidt aus Kaiserslautern, der einen Starkregenindex entwickelt hat und publiziert hat, um mit so Ampelfarben die Intensität anzuzeigen. Das geht so mehr in Richtung Kommunikation. Was wir machen wollen, ist, wir wollen die Intensität eines Ereignisses komplett erfassen und klimatologisch untersuchen. Hier ist wiederum das Münsterereignis dargestellt. Und zwar sind das hier die Wiederkehrzeiten. Das ist Nordrhein-Westfalen als Referenz. Und wir arbeiten mit dem Weather Extremity Index, veröffentlicht von Müller und Kasper in 2014. Und der funktioniert so, dass man die mittlere logarithmische Wiederkehrzeit über das Niederschlagsereignis bestimmt und das multipliziert mit der Fläche, also praktisch mit dem effektiven Radius, hier über die Fläche aufgetragen. Und man kriegt dann für die verschiedenen Dauerstufen solche Kurven. Und der Weather Extremity Index ist nun genau dieser Wert hier an dem Maximum. Das heißt, die Extremität eines Ereignisses ist die maximale Kombination der Wiederkehrzeit, die hier logarithmisch eingeht über die Fläche, die Flächenausdehnung, also der effektive Radius geht hier ein, und die Dauerstufe. Und im Endeffekt bekommt man dann, ich glaube, ich habe es nochmal hier als Zoom, für jedes Ereignis eine charakteristische Dauerstufe, das sind hier die 9 Stunden, eine charakteristische Fläche, 1211 Quadratkilometer, und den Zeitpunkt der maximalen Extremität. Man bekommt auch einen Weather Extremity Index, 67,4, der hat eine ganz krumme Einheit, ist so ein bisschen schwer zu fassen. Und die Frage ist jetzt, inwieweit kann man hier objektive Aussagen damit treffen? Das Ganze mal dargestellt für Claudia 2002, ging direkt dem Elbe-Hochwasser voraus.
Und mal als Vergleich, hier kriegt man einen deutlich höheren Weather Extremity Index, eine längere Dauerstufe und eine größere Fläche. Das heißt, dieser Extremity Index kann halt verwendet werden, um die Charakteristik eines gesamten Ereignisses irgendwie greifbar zu machen. Wenn wir das auf die Radarklimatologie anwenden wollen, wir haben jetzt Fallstudien untersucht, müssen wir von den Einzelereignissen zu den Gitterdaten wechseln. Es ist nötig, bei diesem Extremity Index ein Referenzgebiet zu bestimmen. Bei Einzelereignissen kann man das einfach festlegen, visuell, weil man ja weiß, wo dieses Ereignis aufgetreten ist. Wenn man klimatologische Untersuchungen machen muss, muss man irgendwie ein Raster festlegen oder irgendeine Region, zum Beispiel Bundesländer. Und die Frage ist, ob diese Weather Extremity Index Klassifikation geeignet ist, um die Extremität zwischen verschiedenen Einzelereignissen vergleichbar zu machen, zu objektivieren und damit auch eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Gebieten zu ermöglichen, in Zukunft vielleicht Trends zu bestimmen und Häufigkeiten von den Ereignissen zu bestimmen. Also es geht immer um Ereignisse mit einer Flächenausdehnung. Und das ist eine Masterarbeit von der Frau Schiller, die seit einiger Zeit bei uns in der Gruppe auch ist und die genau hieran arbeitet. Zum Schluss möchte ich jetzt noch mal einmal so ein Zwischenergebnis zeigen. Hier ist dieser Weather Extremity Index mal auf Gesamtdeutschland angewendet worden, auf die Daten. Und man sieht halt einen deutlichen Jahresgang von 2001 bis 2015. Und man kann auch bekannte Einzelereignisse hier sichtbar machen. Also Claudia, was ich gezeigt hatte hier, und das Münsterereignis sind hier zu sehen. Und auch einige weitere Ereignisse, die hier herausstechen. Das Ganze haben meine Kollegen mir auch nochmal für Sachsen aufbereitet. Man sieht hier das Elbe-Hochwasser, was sehr stark heraussticht. Man sieht auch einige Superzellen vom Westerzgebirge, die wohl viel Niederschlag hatte. Eine andere fällt jetzt hier nicht so auf. Man sieht die Hochwasser 2010, 2013. 2013 ist jetzt nicht so hoch, aber es liegen hier natürlich auch nur die Daten von Deutschland vor und der Niederschlag, der in Tschechien gefallen ist und zu großen Schäden dann auch geführt hat durch den Abfluss, ist hier natürlich nicht mit berücksichtigt. Damit komme ich jetzt zum Ende. Das ist so ein bisschen so ein Ausblick, was wir noch planen, was man mit den Daten vielleicht alles noch machen kann in Zukunft. Ich habe Ihnen das Projekt Radarklimatologie vorgestellt. Es erfolgt eine optimierte Datenaufbereitung. Wir werden typische Fehler in den Radardaten eliminieren, mit einer umfangreichen Bodendatenbasis die Daten quantifizieren und umfangreiche Kundenprodukte erstellen und visualisieren. Die Radardaten liefern natürlich noch kurze Zeitreihen ab 2001. Das heißt, statistische Untersuchungen, Extremwertstatistiken sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, natürlich aufgrund dieser kurzen Zeitreihe. Aber es ist ein jährliches Update geplant und je länger die Zeitreihe wird, ich hoffe nicht die 100 Jahre, die Herr Schönwiese in den Raum geworfen hat, dass man vielleicht nach 30 Jahren auch schon gute Ergebnisse hier erhalten kann. Wir haben hochaufgelöste, flächendeckende Daten und können damit extremen Niederschläge und vor allen Dingen extremen Ereignisse erfassen. Und die Indizes ermöglichen eine Klassifizierung dieser Ereignisse. Und das ist etwas, was in Zukunft sehr wichtig sein kann. Wir haben übrigens auch einen Kernschätzer mal drauf angewendet, also das ist auch sehr interessant. Ja, und damit komme ich dann auch zum Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Winterath, für den sehr interessanten Vortrag.